Wir mussten alle auf dem Tisch tanzen und dann wurden die schlechtesten Tänzer, wurde halt vorher angekündigt, die kriegen einen Preis. Und wer hat denn gewonnen? Natürlich wir, ist doch so klar. Hallo. Wir sind hier im Botanischen Garten von Cairns, gerade eine Stunde zu Fuß vom Hostel hergelaufen. Weil wir es nicht gecheckt haben, wie der Bus fährt und das alles ein bisschen verwirrend war, aber ging auch fit so. Genau, und jetzt wollen wir hier mal ein bisschen rumlaufen, ein paar Pflanzen angucken und vielleicht ein paar wilde Tiere und die ersten großen Spinnen sehen. Und dann und Krokodile und Monster und Haie und was sich hier so im Regenwald rumtreibt und hoffen, dass wir einen schönen Tag hier haben. So, wir haben jetzt so einen lustigen Weg entdeckt, einen Rainforest. Walk. Ja, es ist interessant. Die Sonne ist völlig weg. Wir sind im Dickicht des Dschungels gefangen und genau. Rechts und links sind irgendwelche über Spinnenweben und Tiere und Bäume und ja, schon interessant. Auf jeden Fall. Urwaldmäßig eben. Wir haben hier gerade zwei frische Zingi-Bananen gepflückt. Die wachsen hier nur in Cairns, das sind australische Bananen. Die wachsen nämlich an diesem Zingi-Baum und schmecken dadurch viel intensiver. Ja, direkt mal ausprobieren. Mmh. Oh, geschmacklich, atemberaubend. Nach dem vielen Rumlaufen gönnen wir uns jetzt mal eine Pause. Hier so einen schönen vitalisierenden Saft. Genau, schön alles gemixt, alle möglichen Früchte und Obstsorten. Ja, tut doch mal ganz gut, weil gesund leben ist im Moment doch ein bisschen schwierig bei uns. Ach, wir kochen ja schon manchmal ein bisschen. Auch das ist gar nicht so schlecht, so, ne? Ja. Nicht nur Dominos. Und nicht nur Goon. Ja, aber das ist das Ding halt, weil unser Hostel ja wirklich so sozialisierend ist, ne? Es sind echt viele coole Leute da. Da sind super nette Leute, mit denen man viel machen kann. Ja. Und vor allem abends ist natürlich eigentlich immer was los und wird man eigentlich immer angestachelt, dass man mitfeiert. Deswegen braucht man mal eine Pause von. Man wird echt immer angelabert. Goon, 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 Bier. Have a drink. Nee, aber insgesamt haben wir uns trotzdem recht gut, macht Spaß hier in Cairns. Und haben uns gut eingelebt in Australien. Mit dem Auto ist absehbar. Dann kriegen wir bald unsere Bankkarte und dann kann es auch irgendwann losgehen mit der Ostküstentour. Genau. Jetzt sind wir auch schon lang genug in Cairns hier. Genau, das haben wir jetzt in fast 2 Wochen. Gut, dann wahrscheinlich nochmal Cape Tribulation im Norden. Mal ein bisschen nach Norden hier fahren. Regenwald und ein paar Strände anschauen. Und das wollen wir auf jeden Fall schon nochmal machen hier in der Umgebung. Dann geht's richtig los. Jedenfalls macht echt Spaß bisher die Reise. Kann man nicht meckern. Und die verstehen es auch noch ganz gut, ne? Ja, ich denke schon. Meistens nicht. Immer. Ja, und, ist alles wunderbar. Dann mal schauen, was noch losgeht. Heute ist wieder so ein Barbecue bei uns im Hostel. Ist auch ganz cool, dass jeden Abend irgendwie was organisiert wird. $5. Letzte Woche auch schon. Und da haben wir für $30 gegessen bestimmt. So viel Fleisch. Mit Lamm, Chicken Wings, Fleisch und alles mögliche. Und Salate sind natürlich auch dabei. Ja. Also, war echt ganz gut. Und danach wird dann wohl wieder gefeiert. Ja, hier gibt es so 3 große Clubs, ne? Also Bars, DJs, so ein Irish Pub. Das finde ich am besten, da ist immer schöne Live-Musik. Live-Musik und kostenlos. Dann gibt es noch so ein Gilligan's. Ist das riesig. Es ist aber kostet $10 Eintritt. Teilweise sogar $15, wenn man ein bisschen später kommt. Mhm. Und das Woolsheds. Genau. Wir hatten in den letzten beiden Tagen ein bisschen schlechtes Wetter, deswegen von da keine Videos heute von uns. Heute mal wieder Sonne und... Ja, wir hatten noch gar keinen Sonnenbrand übrigens. Wir haben uns nämlich immer brav eingecremt. Ein, zwei kleine Stellen, ne? Aber
sonst nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes. Aber man merkt, so langsam beginnt es die, dann die Bräunung. Doch die Bräunung. Ja, wir werden immer schwärzer. Wir sind ja gestartet wie, keine Ahnung, absolut Käse. Ja. Ich jedenfalls. Was auch noch mega nice an dem Hostel ist, immer donnerstags. Pensam Party, das ist so eine Art Pubcrawl. Genau. Da wird hier erst vorgetrunken, da gibt es Trinkspiele gemacht. Was ganz cool ist, halt das Hostel wird vom Indie Travel gesponsert, ne? Also so eine Reiseorganisation, die so ganzen Aktivitäten anbieten. Und da werden halt auch Preise verlost. Halt für besondere Leistungen. Ne? Und das heißt, wir mussten alle auf den Tisch tanzen und dann wurden die schlechtesten Tänzer, wurde halt vorher angekündigt, die kriegen einen Preis. Und da wurde halt rausgehauen. Alle haben wirklich ihr Bestes gegeben. Und ich glaube, einen Trip nach Nusa zu gewinnen, das ist ein bisschen südlicher von hier. 3 Tage, 2 Nächte und wer hat den gewonnen? Natürlich wir, das ist sozusagen klar.